Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zu Star Wars Battlefront 2. Wir sind jetzt über Hoth und spielen mal Imperial. Und zwar, ob es nicht ganz so lange, weil wir könnten jetzt invasieren, aber das war ja auch wieder ein Bodenkampf, habe ich mich entschieden. Genau. Wir fliegen TIE Fighter. Ich muss mir hier mal kurz umgucken, wie das jetzt war. Schon eine ganze. Okay, da haben wir das. Wo haben wir. Nee, das geht so. Nee. Das wollte ich eigentlich nicht. Okay, das geht so nicht. Nee, wo, 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 wo. Nein, das. Naja, auf jeden Fall irgendwie. Ja. Haben wir den anvisiert? Na, ah, fuck. Wir müssen mal kurz abbrechen, weil das ist mir jetzt hier ein bisschen zu riskant. Was ist mit denen hier? Hat er uns jetzt echt. What the fuck? Ah, gut, da hat er uns weggeballert. Mächtiger Jäger. Hat er die 16? Aber wir werden verlieren, glaube ich. Danke. Klaune immer das Schiff. Schmeißen den so knallert. Okay, da. Ne, der war das. Ne, das ist nichts mehr. Egal. Komm her! Aua, aua, aua. Ich weiß nicht, ob ich so gut im Fliegen bin. So, schließen wir mal Raketen ab. Wir wollen den X-Wing. Ah, okay. War ein Treffer. So. Nee, wir aber kein. Gut, was mit dem jetzt passiert? Waren das unsere Bomben? So, dann. Ah, dann haben wir ihn gleich. Ist der doof gewesen jetzt oder was? Fliegt er uns rein? Uah. Der schießt auf uns, das gefällt mir nicht ganz so. Habe ich ihn auch mal ganz knallhart gesagt, indem ich ihn abgeknallt habe. So, den haben wir auch. Dann nehmen wir nochmal den. Gehen wir mal ein paar Raketen in die Fresse. Während unsere Laser nachladen. Wie viele Raketen haben wir überhaupt? Kann ich auch unendlich oder was? Okay, den Hammer. So, da hat man jetzt noch einen. Oh, 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 da, ich dachte schon, wir knallen jetzt in den Stern zu schnell. Jetzt nehmen wir den Y-Wing da. Weil er sich ja so. Zack. Na komm schon. So, dann den nächsten X-Wing, genau. Wir spielen natürlich. Oh, oh. Ah, fuck. Da hat uns mal wieder der Y-Wing einen Bomber abgeknallt, also. Wir könnten auch mal den Abfangjäger hier nehmen, aber der ist ganz leicht zerstört, aber dafür ist der schneller. Unsere Schild. Ah ne, deren Schild. Und die hat auch seine geilen Raketen, auch unendlich. Ja, nehmen wir das Landungsboot, das komischerweise die Rebellen nie. Natürlich knallt mich ab. Ja, mit einem Treffer ist weg. Ne, da will ich auch nicht hin. Ich nehme lieber meinen TIE-Jäger. Hält eigentlich auch nicht mehr aus, weil der gar keine Schilder hat. Das ist also absoluter Schwachsinn. Da die. Na komm, eine Rakete. Jetzt aber. Wo war da noch ein X-Wing? Da hinter uns. Da ist er. Nehmen wir ihn mal unter Feuer. Ja. Aber wie gesagt, die TIE-Jäger und die Abfangjäger, die werden ja ohne Schilder ausgeliefert. Diese Jägers werden auch in der Atmosphäre, also auf Planeten eingesetzt, obwohl die dafür gar nicht konzipiert sind. Sollte man auch erkennen. So, was? Ach so, das sind.
Weich lieber aus. Ja, schön Raum. Nein. Oh, 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 oh. Was macht der denn da? So, ein Arwing. Ah, der ist noch ziemlich weit weg, aber wir öffnen trotzdem das Feuer. Jetzt ist er nämlich nicht mehr so weit weg. Schießen da zwei Raketen, also zwei Torpedos eigentlich ab. Sehen zumindest die Torpedos aus. Ne, der ist noch zu weit weg. Okay, dann beschleunigen wir mal. Dann verringern wir den Abstand zum Bomber. Wir wurden ihm getroffen. Ne, wir werden immer noch getroffen. Brecher ab. Von dem da? Der ist doch viel so weit weg. Oder von dem da? Was machst du denn, du bekloppter Teilbomber? Okay, ja, okay, unser Krieg kriegt das anscheinend sehr gut hin. Und die Schilde der Gegner auf den Schiffe Platz zu machen, das ist. Ne, ich bin gleich tot. Das heißt. Ah, komm, nicht pieken. Abbrechen. So, und was werden wir denn hier beschossen eigentlich? Schade, dass man dann keine Anzeige hat, wer einen beschießt und so. So wie bei Star Wars X-Wing Aliens. Da hat man wenigstens eine Anzeige, wer auf einen feuert. Und kann den dann effektiv bekämpfen. Beziehungsweise ausweichen effektiver. So, so, der ist weg. Dann nehmen wir mal den X-Wing. Der hat also einen Stand gemacht. Das gefällt mir nicht. So, aber auch gleich weg. Gleich. Nee, noch nicht. Aber jetzt. So, wir kämpfen übrigens gerade über Hoss, falls es jemandem aufgefallen ist und ich es am Anfang nicht gesagt haben sollte. Wir nehmen jetzt mal, ja, bei Weltraumschlachten ein bisschen erklären. Man hat da zwei Klassen, einmal den Pilot, den wir jetzt auch spielen. Der repariert während des Flugs, unrealistisch, aber ist ja ein Ego-Shooter, beziehungsweise ein Dritt-Person-Shooter. So, ja, während des Fluges den Jäger, wie man ja sieht, wir waren haben eigentlich gebrannt und haben jetzt wieder volle Panzerung, also. Dann gibt es noch die Marines, das sind die Sturmsoldaten für den. Ne, da breche ich ab. So, da gibt es ja noch die Marines, die haben halt auch. Die Bewaffnung unterscheiden sich. Meine, bei Piloten haben nur Pistolen, also Blasterpistolen. Die sind ja auch primär nur zum Fliegen gedacht. Also das ist so eine Sekundärwaffe, falls mal abgeschossen werden und abstürzen. Ist auch in der Realität so. Life Supports, nee, ich will nicht das Schiff angreifen. Mit dem da, genau. Raketen. Ah, jetzt sind die Laser wieder überhitzt. Kurz abwarten. Aber jetzt, ja. Ja, und wie gesagt, wir haben, ich weiß nicht, ob sie hier den. Na, da bist du aber schon aufge. Ah. Du kannst mir nicht entkommen. Sind eigentlich unsere Schilder auch schon down? Genau, man. Doch, die haben den Bolzenbrenner. Damit kann man auch Schilde wieder reparieren, der eigenen Schiffe. Ich könnte jetzt einsteigen, will ich aber nicht, weil das dauert zu lange. Es dauert wirklich lange, die Schilde wieder online zu schalten. Was machst du denn da? Nächster, er schießt mit der Sekundärwaffe, aber. Was haben wir denn da? Das sollten eigentlich nie machen, auf Y-Wings zu fliegen. Haben wir uns ja schon einmal das Leben ein paar Mal. Genau, das ist ganz gut, das ist ganz gut. Und wir lassen den nicht zum Schießen kommen. So, das war's. So, das war ein X-Wing. Wo ist der ausgewichen? Naja, Idiot. Ja, und wie gesagt, und die Marines, die haben Blasterpistolen und einen Raketenwerfer als Sekundärwaffe. Mit denen kann man auch feindliche Schiffe besetzen. Das werden wir sicherlich auch nochmal machen.
Jetzt mache ich das mal nicht, weil wie gesagt, wir haben die ganze Zeit Bodenschlachten gemacht und der Zweck ist ja mal, dass wir hier was anderes sehen. Und nicht immer nur die Bodenschlachten. Wir haben noch 200... Na, 100 knapp. Und hier ist auch ein bisschen die Anzeige anders, da komme ich jetzt auch mal zu. Jetzt gibt es da zwei Spielmodis bei... Ne, nicht den. X-Wing, das war doch der, genau. Es gibt zwei Spielmodus bei Weltraumschlangen. Einmal Capture the Flag. Da müssen wir halt eine Flagge klauen und in die eigene Basis, glaube ich, bringen. Oder war das andersrum? Die Flagge in die gegnerische Basis bringen? Hm. Auf jeden Fall Capture the Flag und halt hier den... Oh, der hat gesessen. Wir brechen mal ab und gehen mal... Kurz ein geiles für mich. So. Da ist der Hangar und wir fliegen jetzt hier mal durch die... Wir machen jetzt hier mal den Millennium Falcon nach, also Han Solo. Im, müsste glaube ich im zweiten Teil... im fünften Teil eigentlich... Episode 5. Was schießt du eigentlich auf uns, Junge? Mach das nie wieder. Hab ich genau gesehen. Oh, jetzt ist es zerstört worden. Na gut, warum? Ne, der ist so weit weg. Haben wir einen näheren? Nee. Ja, der ist mehr. Okay, der hat keine Zeit mehr auf uns zu schießen. Da haben wir noch einen X-Wing. Der kommt hier gleich raus. Da. Ja, und dann gibt es halt noch den normalen Modus, den wir hier spielen. Den Zerstör... Ich weiß nicht, wie der genau jetzt heißt. Irgendwie Angriff, genau. Ach, was mache ich denn? Fliegt ziemlich niedrig, kann das... Oh. Da schießt uns echt ein Y-Wing wieder ab. Die sollen unser Schiff... Ach, ich glaube... Oh. Unsere KI kriegt das übrigens nicht hin. Die ganze Zeit unsere Schilder gehen drauf. Hier, ich zeig das mal. Hier haben wir den Bolzenschneider. Aber es dauert echt lange. Sollen wir das wirklich machen? Aber... Wir sind... Nee. Das dauert wirklich zu lange, sorry. Aber... Ups. Können wir wenigstens wieder die... Lebenszeit... Ja, Lebenszeit... Nee, die kann man echt nicht reparieren. Ich kapiere auch nicht wirklich, warum man die Schilde wieder reaktivieren kann. Wir können auch hier einsteigen. Da aber halt Geschütze. Mit denen kann man auch schießen. Aber es ist echt schwer damit was zu treffen. Deswegen gehen wir wieder raus. Das ist zu langweilig. Lohnt sich nicht für ein Let's Play. Wir müssen... All engineers, report to the hangar area. Ja, wir müssen noch ein bisschen beeilen, weil wir sind hier echt am Arsch gerade, habe ich so das Gefühl. Komisch, ich könnte schon das immer... Ach, Aua heißt glaube ich auch unser und nicht ihre, okay. Da habe ich was falsch verstanden, das heißt... Was macht der da? Wow. Hat er sich selbst gesprengt, Idiot. So, und im normalen Angriffsmodus hat man so Punkte, wie man da oben sieht, also keine Verstärkungspunkte. Man fängt bei 0 Punkten an, man muss als erstes die 300 Punkte erreichen, bevor der Gegner sie hat. Dann hat man gewonnen. Das erreicht man. Jetzt ist deren Schild offline. Wow. Okay, wir haben sogar gewonnen. Ja, und wie gesagt, und man muss halt die wichtigsten Schiffskomponenten des Gegners da schon um Punkte bekommen. Natürlich auch Gegner töten. Wir haben 31 Abschüsse erzielt. Das ist natürlich sehr gut. Tankbuster sind wir 23, also Tankzerstörer, Panzerzerstörer, beziehungsweise Jäger. Und Public Enemy haben wir auch 22. Also hier persönliche Statistiken. Wir haben 100 Points bekommen. Imperialer Pilot. Lasercannons. Was ich ja bei Battlefront auch geil fand, dass hier die favorierte Fahrzeugklasse auch immer mitstand. Steht leider hier nicht mehr. Und wir sind übrigens Captain. Aber ich sag dann erstmal Tschüss, bis zur nächsten Folge Star Wars Battlefront 2. Und ja, man sieht sich. Euer Freedom. Tschüss.